Ja, aber ich meine, ich hatte das ja schon beim letzten Mal, dass dieses Lied ein bisschen zu laut war. Zumindest für mich. So. Ich habe ja nicht noch zufällig irgendwie Eisen oder so rumliegen. Nee, aber ich hätte. Ich nehme mal. Ich habe sogar noch Kompression da liegen. Die Oak Doors kann ich auch mitnehmen, die werde ich brauchen. Die Fences könnte ich auch. Ich lasse sie erstmal da drin liegen. Wobei, ich kann sie gleich direkt nutzen. Wie wär's? Was wollte ich eigentlich machen? Eine Schaufel, ne? Genau. Da. So. Und zack. 4 Steinschaufeln sind okay. Ich aktualisiere mal kurz den Chat. Ich habe das Gefühl, okay, vielen Dank dafür, dass der nicht mehr scrollt. So. Also jetzt kann ich euch wieder sehen. Dementsprechend, falls zu laut ist, Bescheid geben. Das ist immer so dieses Ding, ne? Der Chat ist so ein paar Minuten lang ruhig. Ne? Und dann denke ich mir so, ist er abgestürzt. Please no. Please no Abstürze, Rino. So, hier hoch. Hallo, ich bin gekommen für Ihren Schnee. So, nehmen wir einfach so viel mit, wie wir nehmen können. Wie wär's damit? Klingt nach einer guten Idee. Bäume werden es mir danken. So. Ich muss irgendwann einfach noch ein komplettes Winterbiom finden. Nur um meinen inneren Trieb nach einer Winterstadt erfüllen zu können. Und in der Stadt werden höchstwahrscheinlich auch keine Häuser irgendwie mit, wie schimpft es sich? Mit Stufen oder Slabs oder sowas gebaut. Ich glaube, ich mache das einfach doch ein ganz kleines bisschen leiser. So. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Lieber die Musik zu leise als zu laut. Außer natürlich für diejenigen, die meine Stimme nicht mögen. Die würden sich natürlich lieber nur die Musik wünschen. Nachvollziehbarerweise. Oh, guck mal, Big Fishy. Big Fishies. Blub, blub. In was für einem Biom sind wir eigentlich gerade? River. Ach, guck mal, das ist ein River-Biom geworden über die Jahre. Wenn ich bedenke, wann ich das Projekt angefangen, also ne, diese Minecraft-Welt angefangen habe, ich habe sie erstellt, lasst mich nicht lügen, ich glaube, ich habe sie Mitte 2017 erstellt, ne, weil, das finde ich mal ganz gut, man merkt, wenn ich etwas mache oder so, anhand des Schwerfaktors, den ich habe, aber ich hab viel gejammert innerhalb der ersten Folge. Oh, es ist so warm und da im Sommer doof und so. Entschuldigung, dass ich da jetzt so kicher. Und das bedeutet, dadurch, dass ich die ersten Folgen dort Mitte 2017 aufgenommen habe, sind wir so oder so schon über das Jahr hinweg. Aber da das Minecraft-Projekt damals ja am 1.1.18 gestartet ist, ne, und dann quasi für 25 Wochen täglich lief, wo ich noch immer doch relativ stolz auf mich bin, dass ich das so lange wirklich durchgezogen habe. Also ich ging davon aus, dass ich das nicht so lange mache. Das ist jetzt perfekt aufgegangen. Schaut euch das an, als wäre ich ein junger Gott. Na und jetzt immer noch weitermache und sowas. Ist das jetzt schon über ein Jahr her, dass wir damit angefangen haben, auf jeden Fall. Das heißt, Jahre sind vergangen in diesem Projekt. Und ich habe noch immer keine Lust aufzuhören, muss ich gestehen. Bin vollkommen zufrieden hiermit. Es macht mir noch immer Spaß. Und euch ja anscheinend auch. Und ich meine, so dadurch, dass ich jetzt halt nicht mehr in Anführungszeichen gezwungen bin, ich habe mich ja selber gezwungen natürlich, dass ich das täglich mache und dementsprechend irgendwie täglich irgendwie eine Idee bekommen muss, was ich jetzt gerade tue oder so,
Ich mach das nochmal ein ganz kleines bisschen leiser. Hab ich mehr Zeit über, was ich sagen möchte, nur im Allgemeinen, oder über Themen, über die ich mit euch reden möchte, so rum, nachzudenken. Oder aber einfach, was ich bauen möchte. Sag mal, hier zwei Fenster rein? Ja, komm, immer hier zwei Fenster rein. Weil ziemlich häufig habe ich doch so, oder während ich das quasi täglich gemacht hatte, hatte ich immer so ein bisschen den Gedankengang, ach, du darfst jetzt nicht zu häufig hier dran arbeiten, ne, oder zu lange hier dran, ne, weil drei Wochen gefühlt immer das Gleiche sehen, ist ja auch doof. Ich sollte vielleicht noch nicht so viel hier rumbasteln, sondern erstmal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich könnte jetzt hier noch Zimmer hinbauen, aber ich glaube, es wäre klüger, wenn ich hier oben wirklich hauptsächlich Zimmer nutze. 1, 2, 3. Nutze zwei offen. Ich mache hier ein Zweierfenster rein. Ja, 1, 2. Dann sind da zwei, sind da zwei. Perfectly balances all things should be. Dann hat man hier auch so eine schöne kleine Aussicht. Ne, hier hat man eine Aussicht auf die Eisenbahnstrecke. Auch eine schöne Aussicht, ne, für die, die Interesse daraus haben. Ja, und dann mache ich hier... Also hier kann ich nochmal so ein... Ich könnte das auch statt einem Zimmer Lagerraum nennen, ne? Das ist jetzt auch eine Frage. Eine Frage, die ich nicht beantwortet bekomme, für mich selber. Ich glaube, ich lasse das als Zimmer. Und... Wärst du halt um einen Bereich... Ich könnte die komplette Wand noch in die Richtung anschieben, ne? Weil so ein Dreierlagerraum ist immer ein bisschen angenehmer. Wie weit geht das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das heißt, hier wäre die Wand. Jetzt ist das sehr leise. Warte, das mache ich. So. Oder möchte ich das ein kleines bisschen größer machen? Ich würde halt ganz gerne... So, das wäre hier der Mittelgang. Das ist jetzt quasi einfach nur mal kurz Gedanken, die ich verfasse. Ich könnte das so machen, dann hätte ich natürlich ein längliches Lager und hier noch eine Möglichkeit, irgendwas damit zu machen, mit dem Kram. Ich könnte natürlich auch einen Keller bauen, wo das Lager sein soll. Ich glaube, ein Keller wäre der klügere Sinn und Zweck, ne? Dann könnte ich nämlich hier kommt dann der Weg in den Keller. Ne, weil der den möchte ich ganz gerne irgendwie von Kunden und so nicht gesehen haben. Ich meine, wer würde ganz gerne den Kunden den Weg in den Keller zeigen? Nun, ich habe da was für Sie. Den Keller. Ich könnte... ich lasse das erstmal so. Lass das erstmal so. Warte, ich mach da frei. Dann kommt ein Holzbalken entlang. Das schaut ein kleines bisschen besser aus, finde ich. So. Zack, haben wir da einen Holzbalken. Ja, das passt auch so ein kleines bisschen besser mit, dass es dann da hochgeht. Ne? Und das schaut dann nicht schlecht aus mit dem Stonebrick. Ich brauche ein bisschen mehr Licht. So, zack. Ja, man kommt hier rein. So, hallo. Ah, hier, günstige Zimmer. Dann würde ich ganz gerne
die Wand dafür hier hinsetzen. So. Zack, zack. Das heißt, das hier kann schon mal weg. Dann habe ich hier so einen größeren Aufenthaltsraum. Dann kommt man hier rein. Oder kann man hier rein? Ist halt... So, aber dann kann ich hier sagen, zack, das ist hier Holzpfosten-Time. Dann, nee, das wird jetzt keine Holzpfosten-Time dort. Na, weil die äußeren Holzpfosten sind ja alle quasi 4x4 und das wäre, würde hier nicht reinpassen. So, dann, jetzt muss ich das klug machen. Was halt nicht unbedingt meine Stärke ist, Kram klug zu machen. Und zwar... So, ich brauche noch mehr davon, ne? Ja. Nein! Nicht aus dem Inventar werfen, das ist nicht, was ich möchte. So, daraus machen wir ein paar Treppen. Okay, wirf mich runter. So, zack. Das ist ein Bug, das verschwindet. So, das ist... Das denn da? So. Warte, wie hoch haben wir es? 1, 2 und das ist 3. Das ist noch nicht richtig. So, 1, 2, dann hier 3. Wie hoch sind wir jetzt? 1, 2, 3. Das wäre die Decke. Ich bräuchte Lagerraum von... Lass mich nicht lügen. Ich hab hier... Wo habe ich Schlabos? Da, nehme ich die. Wobei, nehmen die Holzschlabos. Boden. Wenn ich das mit den Regalen machen möchte, dann könnte ich die nicht in den Boden stellen, ne? Oder auf den Boden stellen. Weil sagen wir einfach mal, das muss so sein, ne, dass es ein bisschen höher gelegen wird, damit keine Ratten oder sowas rankommen. Das heißt, hier wäre eins Truhe, noch eine Truhe und dann bräuchte ich das als mindeste Höhe. Ja, dass ich die Truhe noch aufbekomme? Doch, ja. 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 Oder nein, bist du... ich hab da Glück. So. Truhe. Du bist falsch, ne? Ja. Das Ding ist, wenn ich das mit vom Boden aus mache, so nämlich Truhe 1, dann müsste ich das quasi so machen. Gehen wir mal... Wo ist sie? Da, die Axt. Aber das geht auch, ne? So. Für die nicht gerade wissen, was ich hier mache, so... Was baut er da? Alles okay bei ihm? So. Dann machen wir mal so. Dann muss ich... Gott, das ist jetzt wieder laut. Ist aber aus der vierten Gen. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann muss das 6 hoch sein. Für das, was ich möchte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Glaube ich. Dann machen wir jetzt hier, zack. Achso. Ja, warte, das ist wieder egal. Nee, nicht egal, das ist das Schlimme daran. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, egal.
Das soll man frei machen, das soll man frei machen. So. Gehen wir jetzt hier ein bisschen weiter runter. Schauen wir mal, das sind 1, 2. Das ist falsch. 3 und dann kann ich hier noch um 1 runtergehen. So. 1, 2, 3, 4. Was mache ich hier gerade? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch, jetzt ist richtig tief. Das ist die richtige Tiefe, auf der wir uns befinden. Gut. Did it. We did it, Reddit. So, das wird dann quasi die Lagertiefe sein. Ja, jetzt kann ich... Ich brauche noch ein paar mehr Treppen, aber dann kann ich das immer hier ordentlich machen. Na, und dann setzen wir hier irgendwie so ein bisschen Küche an. Oder so. Aber ein bisschen größer könnte die schon sein, ne? Komm, dann setze ich die ein kleines bisschen größer, die Küche, an. Ich meine, allzu viele Gäste ist jetzt nicht, ne? Das ist jetzt nicht so, als würde man ein halbes Bataillon hier oder verpflegen wollen. Aber es soll ja doch schon realistisch wirken. Ich meine, die Wunde der großen Töpfe, du. Wie ich gesehen habe, wie manche Leute auf Partys versorgt werden, ist schon beeindruckend. So. Dann werden wir das hier alles mitnehmen. So, und hier runter. So. Das wäre die Axt gewesen, jetzt auch. Unglücklich, aber leider wahr. So, jetzt regnet's. Achso, ich wollte noch ein paar mehr, aber ein paar mehr kann ich nicht machen. Kann ich erstmal voll mit den Clean-Sumpelzen machen. So. Würden 8 mehr reichen? Komm, ich mach 12 mehr. Ich meine, davonlaufen tun sie jetzt nicht unbedingt. So, zack, zack, zack. Genau, das ist die richtige Höhe, auf der wir uns befinden. So. Achso, das ist jetzt wieder falsch gebastelt, ne? Genau. Das ist richtig. Und dann machen wir erstmal hier alles außenrum frei. Wunderbar. So soll das sein. So soll das sein, so kann das bleiben. Ja, dann machen wir jetzt hier einmal ganz kurz die Kurve. Achtung, die Kurve. So. Die Erde kann ich auch weg. Ich würde den Keller sogar komplett aus Cleanstone machen wollen und den Boden aus den hier, aus den Blöcken. Vielleicht kann ich so ein, zwei Mossy Cobblestone oder sowas reinsetzen. Weil das würde das wieder implizieren, dass es dreckig ist? Da bin ich mir unsicher. Das wäre natürlich nicht unbedingt, was ich möchte. Zu implizieren. Ah, guck mal, hier, der Wert ist voll dreckig, ey. So. Wunderbar. Bist du mal mit eine Runde mit Kai im Wäldchen? Achso, spielte Forest. El Foresto. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Vielen lieben Dank für deine 3 Bits und deine 7 Monate. Und viel Spaß mit Kai im Foresto. El Foresto. So, ich würde dann... Kann ich das dann aus Cleanstone oder... Ne, ich lasse das mal als Cobblestone sogar. Mal gucken, ob das visuell gut wäre. So, hier machen wir dann schon mal frei. Ne, all den Dirt hier brauchen wir nicht. So, und da muss ja eh Boden rein, dementsprechend ist das auch okay. Ich bin mir unsicher, in welche Richtung wir uns bewegen sollten. Von da unten aus. Ich
lasse das hier auf jeden Fall, ne, so als eine Art Schacht, dass ich jetzt hier bin. Das ist ein 3x3-Raum. Dann geht hier eine Tür raus. So, und dann beginnt ab hier der Lagerraum. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt doch relativ viel... Warte, ich schau mal ganz kurz, wie weit ich nach rechts gehen kann. Bevor ich quasi auf Grundstücksgrenze treffe. 1, 2... Was? Digga, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, das sind dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, bis hierhin geht das dann. Und nach oben hin 1, 3, 4, 5, 6. So. So ungefähr wird das dann hier sein. Und dann mal gucken. Also ich warte dann auf jeden Fall, dass wir so ein kleines bisschen, dass wir zumindest die Fässer haben, bevor ich den kompletten Raum hier vollstelle mit einfach nur Kisten und sowas, weil die, ja, die Fässer klingen doch eigentlich auch ganz cool. Gut, wie mache ich dann hier den Boden in der Küche, die ich jetzt komplett auseinandergerupft habe, möchte ich kurz anmerken. Ich glaube, ich mache die aus Stone Slabs sogar. Hm. Nehmen wir den Cobblestone. Entweder Stones, ne, weil Cobblestone nicht unbedingt, weil das ist wieder, das, was draußen verwendet wird, in Anführungszeichen, als Baustoff. So, dann kann ich ja auch einfach so zumachen. Wie gesagt, den Kasten hier möchte ich nicht anfassen und es sind jetzt zwei in die Richtung, ne, das ist also nicht so unbedingt toll. Schlepps. Ne, das schaut dann so ein bisschen gefliest aus, ne? Küchen sind ja normalerweise, oder viele Küchen sind gefliest. Ich habe zumindest wenig Küchen gesehen, die nicht gefliest waren. Ich glaube übrigens, ich mache das hier noch, dass hier quasi noch einen Schritt nach unten geht, weil der Belag sich ändern wird. Und also der Bodenbelag wird sich ändern, das möchte ich nicht. Oder in diesem Fall wäre es dann natürlich der Deckenbelag, aber eins von den beiden würde sich ändern. So, dann gehen wir hier nochmal eine kleine Stufe runter. Ja, dann ist das quasi unsere neue Tiefe. Da setze ich jetzt auch einfach nur einen Stab hin. Dass man dann hier so schön ordentlich rein und rausgehen kann. Und dann kann man auch quasi auch sagen, hier, der Azubi, geh mal runter. Dann sagt er zu wie, na, muss ich? Und dann meckert Chef. Natürlich musst du, dafür bist du hier. So. Kann ich hier zumachen? Nein. Da muss ich hier noch zumachen. So. Haben wir das gemacht? Achso, ich kann auch den restlichen Boden hier mal ganz kurz austauschen. Das war die eine Schaufel schon mal. So. So, dann. Wie mache ich das hier? Soll man hier quasi rausgehen können? Ne, ich mache hier nicht mal eine Tür sogar. Komm. Dass man quasi nur über den Raum hier rein und raus kann. Das würde ich aber mit einer Spruce Door machen wollen. Um. Ja, dass die Spruce Doors quasi symbolisieren sollen, das sind. Ich hatte noch eine. Ich habe so extra nachgeschaut. Aber es war ignoriert. Dass die Spruce Doors quasi symbolisieren, das sind abschließbare Töne in Anführungszeichen. Oder halt nur öffbar? Ist das ein Wort? Zu öffnen? Öffentlich? Halt, stopp! Von Mitarbeitern quasi. So, was ich dann auch mache. Es gibt ja... Also ich muss hier gleich dann auch noch ein paar...
wie schimpft es sich, Fenster reinsetzen und sowas. Was tue ich hier? Es gibt ja Bilderrahmen, ne? Also die gibt es. Jetzt die Frage, wie hat man die nochmal gebaut? Ich glaube, es war so. Komplett umrandet. Aha! Ah nee, das ist ein Bild. Kein Bilderrahmen. Ups. Ja. Ne? Ah, mit Leder war's. Okay. Ups. Komm, dann setze ich. Das ist übrigens das allererste Bild, was ich hier genutzt habe. Würde ganz gerne. Kann ich eins der kleinen Bilder haben? Es ist so, dass es versucht, immer den größtmöglichen Rahmen auszufüllen. So, das ist doch besser. Gut, das mit dem Leder ist es so lange her, dass ich die benutzt habe. Eieiei. Ich habe sie schon mal genutzt. So ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe sie noch nie genutzt. Ich habe sie schon mal genutzt. Ich habe sie sogar in einem Projekt schon mal genutzt. Das war in Minecraft Furo. Habe ich die genutzt, um damit, wie schimpft es sich? Bilder aufzuhängen. Nicht Bilder, Karten. Ich habe Bilderrahmen genutzt, um einfach ein Painting reinzusetzen. Was passiert, wenn man das macht? Vermutlich einfach nur das Icon davon. Ich würde nämlich schauen, ob ich irgendwie ein Questboard so nachahmen kann. Dass wenn ich da einfach nur Papier reinsetze, um zu gucken, was passiert. Habe ich gerade ein Schwert? Nein. Aber da hinten in der Truhe müsste ich noch eins haben. Ach, da hinten ist nicht das. So. Ja, dass das quasi auch so ein Hub ist für Quests. Oder Aufgaben, keine Ahnung. Ob ihr es Quest nennen möchtet oder nicht. Oder ob das jetzt zu RPG ist. So. Oder habe ich noch Leder? Ich habe auf jeden Fall Karotten und endlose Menge an Daylight-Sensoren. Also da wäre Weizen, da wäre schwarze Wolle. Ich habe gerade gedacht, das wäre Obsidian. Ich habe ja noch Stonebricks und Cleanstone. Dann nehmen wir das beides mit. Nur wenn das hier schon mal so bereitwillig rumfliegt. Gucken wir da mal hier. Da ist das Eisenschwert. Da habe ich auch noch Dschungeltüren, aber die möchte ich hier ungern verwenden in dem Biom. Ein normales Schild. Das sind Sticks. Ich habe ein Leder. Und eine Menge Papier. Ja. Dann kann ich. Lege ich mal ein bisschen Cobblestone weg. So. Dass man. Ich finde es halt doof, dass man dafür Leder braucht. Ich mag es nicht, Leder zu holen. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich die Kühe töte. Wissen wir, Wolle habe ich ja auch noch, ne, aber sonst sehe ich nichts. Oder dass man nicht verrottetes Fleisch zu Leder machen kann, das wäre schön. Oder kann man das heutzutage schon? Ich glaube nämlich nicht. Das wäre mir zumindest neu. So, aber dann kann ich schon mal, ich habe ja Papier hier, dann kann ich schon mal gucken. Auch 8 dafür. Wie das ausschaut, wenn ich da ein Stück Papier reinlege. Also eine Befürchtung von mir ist, dass es quasi einfach nur ein Stück Papier ist. Das so beschriebene Stück Papier existiert nicht, ne? Es gibt quasi nur beschriebene Bücher. Ah, das ist ein bisschen schade. Ich meine, man kann Maps beschreiben, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht wie.
Und ich glaub, dafür muss man irgendwie ein externes Programm nutzen. Ich nehme trotzdem mal das Papier mit. Habe ich einen Kompass eigentlich? Ja. Ging das nicht so? Ah, so. Dann würde ich nämlich weniger Papier verwenden. Also weniger einfach nur so Papier, sondern da einfach eine Map der Umgebung dran setzen. Ach guck mal, die Map ist komplett ausgefüllt. Wobei, nee, nicht komplett, ne? Aber die schaut hübsch aus. Das eine Dach schon. Nee, doch, jetzt ist sie so ziemlich komplett ausgefüllt. Aktualisiert die sich gerade ein bisschen? Ja, ne? So ein kleines bisschen aktualisiert die sich. Für neuen Kram. Hatte ich schon mal eine Map? Ja, hatte ich. Das ist Map Nummer 4. Ah ne, aber die Ziffern. Ah ne, die Ziffern werden auf jeden Fall serverweit geteilt, das weiß ich. Sehr interessant. Dann töten wir ein paar Kühe. Die armen Tiere. Holen uns noch ein bisschen mehr Leder. Ich würde zumindest so die generelle Umgebung haben wollen. Und dann machen wir noch ein paar mehr Maps. Wie wär's damit? Google wäre stolz auf uns. Achso, ich kann auch ein bisschen Weizen holen. Irgendwie fühlt sich mein Inventar immer viel zu voll an. Irgendwas stimmt da doch nicht. So, die Diamond Hoe kann ich ruhig. Wobei, wenn ich mir jetzt Weizen hole, ist der Weizen da schon irgendwie fertig. Nee, aber ich dürfte noch auf jeden Fall irgendwo Weizen rumfliegen haben. Das ist ein Delfin. Das Schiff ist ja auch noch nicht unbedingt vollständig, glaube ich. Wobei, ist es. Bin mir unsicher. Ja doch, ich habe noch ein kleines bisschen Weizen. Das reicht, um ein paar Kühe zu vermehren. Also erst ein paar Kühe aus. Weiden. Und dann wieder vermehren lassen. Ah, irgendwie grausam. Dann hoch zum Schrein der Blumeninsel. Mit einem unserer ersten Obsidianstücke drin. Hallo ihr Kühe, ihr dürft euch sogar nochmal paaren. Hallo, ich habe da einen Freund mitgebracht. Ist die Kuh tot und sie weiß es nicht? Ich glaube, die Kuh ist tot und weiß es nicht. Oder ich disconnecte gerade vom Server. Ich komme dir mal voraus, Server. So, ich habe jetzt zu viel im Inventar wieder zugemüllt, ne? Das sind zwei Leder, die ich habe. Drei Leder. Ich wünschte, es gäbe einen weniger tödlichen Weg, Leder zu farmen. So, 5 Leder. 6 Leder. Oh, der versteckt sich sogar noch hinter seinen Kollegen, die Sau. Wie viele? Ich hol mal 8. Das Schaf hier ist übrigens auch falsch. So. So, das sind jetzt sogar 9 Leder. Dann kann ich euch mal wieder dazu bringen, ein bisschen Spaß zu haben. Jetzt, wo die Kühe wieder ausgedünnt sind. Sorry. Würde mich noch immer darüber freuen. Achso, da guck mal, da ist eine Kuh. Wollt sie gerade mit Leder zum Paaren animieren? So, ihr beiden. Schade, ist im Blutrausch. Ich brauche halt das Leder. Da kann ich ja nichts für, dass ich dafür Kühe töten muss. Ich würde viel lieber irgendwie Zombies dafür töten müssen. Nur, dass ich das Rotten Flesh irgendwie verbrenne. Aber soweit ich weiß, geht das nicht. Vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst.
Warum habe ich... Achso, ich weiß, warum ich 50 Brot im Inventar habe. Hat sogar einen guten Grund, 50 Brot im Inventar zu haben. Wenn man nicht normalerweise rausgeht und sagt, ah, ich spiele auf Peaceful. Aber ist gut. Ne, zumindest für die Streams, weil... Ja, wenn ich eh alleine bin, dann braucht man keine Unterhaltung davon, dass ich sterbe. Also in dieser Art sterbe. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen wir das Leder. Ich hole mir nochmal 7 Bilderrahmen. So. Jetzt das Ding. Ach, die Maps kann ich nicht... Ah, das wird mein Inventar wieder zumüllen. Schlimmer, als ich das jetzt schon mache. Peaceful? Das Spiel ist gerade auf Peaceful, ja. Ja, easy. Wie gesagt, wenn ich halt nicht alleine oder wenn ich alleine streame, dann muss ich nicht unbedingt irgendwie Monster haben. So, ich hab's ja quasi, ich hab die Monster quasi auch nur angemacht, weil Mashiro so ein bisschen gejammert hat. Er hat gejammert! Nee, hat er nicht. Ich meine, wenn ich wirklich irgendwie Monster-Schmu brauche, dann mache ich das halt einfach an, ne? Startet Minecraft. So, und ich werde den... Oh. Bin ich tot? Hallo, mein Upload ist gerade auf Null. Ich weiß nicht warum. Nun ist jetzt die Frage. Fuck! Warum? Ich bin verbunden mit dem Internet. Ist das ein Twitch-Problem gerade? Schauen wir mal. Ha, ich bin wieder verbunden. Okay. Ich restarte mal den Stream.